Hi, ich bin Brittany, aber alle nennen mich Bree. Ich glaube an die wahre Liebe und wollte meinen Seelenverwandten finden. Und was ist mit euch? Seid ehrlich. Trotzdem war ich noch nie in einer Beziehung. Das lag nicht daran, dass die Jungs mich nicht mochten. Im Gegenteil, ich hatte eine Menge Verehrer. Ich war in der Volleyballmannschaft und die Jungs, mit denen ich spielte, gestanden mir oft ihre Gefühle. Allerdings habe ich jeden von ihnen in die Friendzone geschickt. Bree, lass uns nach dem Training ins Kino gehen. Ich mag dich. Es tut mir leid, aber wir können nur Freunde sein. Meine Freunde lachten über meine Unerfahrenheit, aber ich ignorierte sie. Schließlich kamen sie jedes Mal weinend zu mir, wenn sie von ihren Freunden betrogen oder verlassen wurden. Oh, Bree, das ist schrecklich. Wie konnte er vor der ganzen Schule mit mir Schluss machen? Seht ihr, was ich meine? Ich wollte die Fehler meiner Freunde nicht wiederholen. Deshalb wartete ich auf jemand Besonderen. Meinen Mr. Perfect. Meine Eltern waren für mich immer ein Beispiel für eine perfekte Beziehung. Sie stritten sich nie und gingen oft auf romantische Dates. Ich glaubte, dass sie füreinander geschaffen waren. Wie Sommer und Eiscreme. Ich bin so froh, dass ich dich getroffen habe. Oh, du bist so süß. Ich habe Mom und Dad beobachtet und eine Liste mit Dingen erstellt, die man bei der Suche nach dem perfekten Freund beachten sollte. Zunächst einmal mussten wir, wie meine Eltern, ein gemeinsames Sternzeichen haben. Ich bin übrigens Schütze. Was ist mit euch? Als nächstes mussten wir einen ähnlichen Geschmack in Bezug auf Essen und Musik und ähnliche Hobbys haben. Es gab noch mehr, aber das Wichtigste war, dass es Liebe auf den ersten Blick sein musste. Ich hatte meine Liste noch niemandem gezeigt, also ist es ein Geheimnis, okay? Jetzt wisst ihr, warum ich all diese Typen gefriendzoned habe. Keiner von ihnen erfüllte all meine Kriterien. Trotzdem habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben und weiter auf meinen perfekten Seelenverwandten gewartet. Eines Tages erzählten mir meine Eltern erstaunliche Neuigkeiten. Bree, Schatz, dein Vater und ich haben ein Bungalow am Meer gekauft. Wir werden in den Ferien dorthin fahren. Das war genial! Sobald die Sommerferien kamen, fuhren wir dorthin. Der Bungalow lag in einem kleinen Ferienort. Dort war es so schön, dass mir der Atem stockte. Ich konnte es kaum erwarten, alles zu sehen und einen Haufen Selfies zu machen. Also rannte ich als erstes zum Strand. Ich stand am Rand des Piers und wollte gerade ein Selfie machen, als ein düsterer Typ in einer Rettungsschwimmeruniform auf mich zukam. Hey, kannst du nicht lesen? Es ist verboten, vom Pier ins Wasser zu springen. Das hatte ich nicht vor. Ich trage nicht mal ein Bikini. Das sagt ihr doch alle. Kurz bevor ihr ins Wasser springt. Hat dich eine Qualle gestochen? Warum bist du so unhöflich? So bin ich, wenn ich höflich bin. Komm, verschwinde hier. Dieser gemeine Bademeister hat mich vom Steg gejagt. So ein Idiot. Ich hätte mich weiter mit ihm streiten können. Aber ich wollte mir von ihm nicht die Laune am ersten Ferientag verderben lassen. Also ging ich zurück zum Bungalow. Ich hatte eine unerwartete Nachricht erhalten. Bree, unsere alten Freunde kommen heute Abend zum Essen vorbei. Sie haben auch einen Bungalow in der Nähe gekauft. Sie haben einen Sohn in deinem Alter. Sam ist ein guter Junge. Ich bin sicher, ihr werdet euch gut verstehen. Ich rollte mit den Augen. Meine Eltern haben immer versucht, mich mit jemandem zu verkuppeln. Aber ich war mir sicher, dass Sam nicht meinen Kriterien entsprach, genau wie alle anderen. Außerdem könnte sich Sam auch als dieser unhöfliche Rettungsschwimmer entpuppen. Das wäre eine Katastrophe. Natürlich habe ich versucht, zu sagen, dass ich schon etwas vorhabe, aber keine Ausreden, Bree. Das hat nicht funktioniert. Es klopfte an unserer Tür. Unsere Gäste waren da. Wartet. War dieser umwerfende Typ Sam? Unsere Blicke trafen sich und ich spürte, wie Amos Pfeil mein Herz traf. Er kam näher und flüsterte mir scherzhaft ins Ohr, dass er dem langweiligen Gerede der Erwachsenen nicht zuhören wollte. Lass uns Coco gucken und vegetarische Burger essen. Ich esse kein Fleisch. Ist das dein Ernst? Ich bin Vegetarierin und liebe diesen Film auch. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich hatte noch nie einen Jungen getroffen, der so perfekt für mich war. Wir versteckten uns vor den Erwachsenen in meinem Zimmer und redeten den ganzen Abend. Es stellte sich heraus, dass Sam auch Volleyball spielte. Wir hatten eine Menge gemeinsam. Hatte ich endlich meinen Mr. Perfect gefunden? Ich verliebte mich sofort in Sam und das Gefühl beruhte auf Gegenseitigkeit. Unsere Eltern waren überglücklich, als sie erfuhren, dass wir ein Paar wurden. Ich war auch überglücklich. Leider war das Märchen nicht von langer Dauer. Sam verwandelte sich vom Märchenprinzen in einen Psychopathen. Er sagte, dass er mich lieben würde, aber wisst ihr, was er noch mehr liebte? Zu gewinnen. Er war besessen davon. Eines Tages, als wir am Strand waren, sah ich andere Paare, die Volleyball spielten und Spaß hatten. Ich schlug vor, dass wir auch mitspielen sollten, aber Sam nahm die Herausforderung ernst. Ich werde dich besiegen, Baby Bree. Er begann mit voller Kraft zu spielen und gewann natürlich. Dann fing er an zu prahlen, als hätte er etwas Erstaunliches getan. Während ich mit dem Gesicht nach unten im Sand lag, wie ein trauriger Seestern. Oh ja, wer ist cool? Ich bin cool. Wie fühlt sich's an zu verlieren, Bree? Das Schlimmste war, dass dieser arrogante Rettungsschwimmer Derek alles gesehen hat. Natürlich hat er sich über mich lustig gemacht.
Dein Freund ist so fürsorglich. Während Sam vor ein paar Mädchen seine Muskeln spielen ließ, versuchte Derek, mir mit einem suffisanten Grinsen aufzuhelfen. Gib mir deine Hand, Puppe. Ich brauche deine Hilfe nicht und ich heiße Bree, nicht Puppe. Kapiert? Oh, du hast eine scharfe Zunge, hm? Du gehst mir auf die Nerven. Rede nicht mit mir. Ich packte Sam am Arm und zerrte ihn vom Strand weg. Leider war das nur der Anfang. Jeden Tag enttäuschte mich mein Freund aufs Neue. Er versuchte, mich in allem zu schlagen wie ein Verrückter. Wer trinkt schneller einen Milchshake aus? Wer springt cooler in den Pool? Wer singt besser Karaoke? Jedes unserer Dates fühlte sich wie ein Wettbewerb an. Ich fing an zu zweifeln, dass wir zueinander passen. Könnte es sein, dass meine Liste nicht funktioniert hat? Aber meine Eltern waren der lebende Beweis dafür, dass sie funktioniert. Seht euch nur dieses süße Paar an. Mom und Dad benahmen sich wie frisch Vermählte, obwohl sie schon seit 20 Jahren verheiratet waren. Sie beendeten sogar die Sätze des jeweils anderen. Ich bin so hungrig. Ich könnte eine Pizza verschlingen, die so groß ist wie der Mond. Als ob du meine Gedanken lesen könntest. Meine Eltern waren überglücklich, als wollte ich Sam noch nicht aufgeben. Ich beschloss, ein romantisches Date am Meer vorzubereiten und ihm zu sagen, dass mich sein Verhalten manchmal wahnsinnig machte. Ich habe eine Decke und verschiedene Früchte mitgebracht. Aber Sam wurde es langweilig, an einem Ort zu sitzen. Er war wie ein unruhiges Kind auf der Suche nach einem Abenteuer. Leider hat er es gefunden. Sam sah den Steg und das Schild, auf dem stand, dass es verboten war, von ihm zu springen. Seine Augen veränderten sich. Mir war sofort klar, was dieser Verrückte vorhatte. Sam, denk nicht mal dran, ich werde nicht vom Pier springen. Wie auch immer, du Feigling, ich werde es tun. Er rannte und sprang ins Wasser. Dann fing er sofort an zu zappeln und zu schreien. Er sei von einer Qualle gestochen worden. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Zum Glück bemerkte Derek Sam und zog meinen dummen Freund an Land. Bist du verrückt geworden? Denkst du, das Schild ist nur da, um hübsch auszusehen? Du hast Glück, dass ich da war, um dir zu helfen. Hör auf mich zu belehren. Es ist dein Job, Menschen zu retten. Sie fingen an zu streiten und starrten mich an, als wollten sie, dass ich mich für eine Seite entscheide. Um ehrlich zu sein, wusste ich, dass Derek recht hatte, aber Sam war mein Freund. Ich musste für ihn da sein. Ich begleitete Sam zum Bungalow und rief einen Arzt. Er behandelte den Quallenstich und verordnete Bettruhe, bis sich Sam vollständig erholt hatte. So fand ich heraus, dass mein Freund zu allem Überfluss auch noch ein Dramakönig war. Er tat so, als sei er der kränkste Mensch der Welt und jammerte ständig. Oh, mir ist so schlecht, Bree. Zieh die Vorhänge zu und bring mir einen Saft. Okay, es gibt keinen Grund, so dramatisch zu sein. Und kratz meine Nase. Das kannst du selbst machen. Schäm dich. Ich leide. Kannst du dich nicht um mich kümmern? Du bist selbst schuld, wenn du denkst, dass Regeln nur für andere gelten. Beschwer dich jetzt nicht. Sam schmollte. Ich fühlte mich schuldig und kümmerte mich weiter um ihn. Aber Sam benahm sich wie ein verwöhntes Kind und das nervte mich. Ich beschloss, eine Pause vom Krankenschwesterspielen zu machen. Ich lag am Strand, lauschte dem Rauschen der Wellen und ignorierte die Sprachnachrichten von Sam. Er beschwerte sich nur darüber, dass er sich langweilte. Bree, wie kannst du Spaß haben, während ich krank bin? Ich hab die Nase voll von dir. Dann verdeckte jemand die Sonne. Ich sah auf und erblickte Derek. Ich dachte, er würde wieder etwas Sarkastisches sagen, aber er verhielt sich freundlich. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber ich finde deinen Freund sehr egoistisch. Du liegst nicht falsch. Derek ließ sich neben mir nieder und wir kamen ins Gespräch. Er sagte, er arbeite als Rettungsschwimmer, weil er gerne Menschen helfe. Ich mag unhöflich erscheinen, aber ich bin kein schlechter Mensch. Ich war in letzter Zeit nicht gut drauf. Aber Derek hat es geschafft, mich aufzuheitern. Wir gingen lange spazieren und lernten uns besser kennen. Er entpuppte sich als ein lustiger und interessanter Mensch. Ich hörte auf, Sam zu oft zu besuchen und verbrachte stattdessen immer mehr Zeit mit meinem neuen Freund. Das war seltsam. Schließlich erfüllte Derek keines der Kriterien auf meiner geheimen Liste. Lass uns Volleyball spielen. Ich mag es nicht wirklich, aber für dich bin ich bereit, es zu versuchen. Was ist dein Sternzeichen? Ich bin Löwe. Das ist schade. Ich bin Schütze. Seht ihr, wir waren wie Öl und Wasser. Aber aus irgendeinem Grund fühlte ich mich gut, wenn ich bei ihm war. Ich merkte, dass ich anfing, mich zu verlieben. Ich versuchte, mich daran zu denken. Außerdem fühlte ich mich schuldig, nachdem ich mit Derek rumhing, während Sam krank war. Bald erholte sich mein sogenannter perfekter Freund. Er schlug vor, am Limbo-Strand-Wettbewerb teilzunehmen. Ich hoffte, dass Sam über sein Verhalten nachgedacht und sich geändert hatte, also stimmte ich zu. Das war mein Fehler. Während die anderen Paare sich amüsierten und Spaß hatten, gab Sam alles, um zu gewinnen. Er murrte, wenn ich einen Fehler machte. Könntest du noch ungeschickter sein? Warum tust du so, als ging es um $1 Million? Wir haben alles gegeben und den zweiten Platz belegt. Sam hat sich benommen, als wäre es das Ende der Welt. Er gab mir die Schuld für das, was er als Verlust ansah.
Ich konnte seine Eskapaden nicht mehr ertragen und machte ohne Bedauern mit ihm Schluss. Oh nein, Baby Bree, du machst nicht mit mir Schluss, ich mache mit dir Schluss. Er wollte sogar der Erste sein, der mit mir Schluss macht. Aber das war mir jetzt egal. Was zählte war, dass ich frei von ihm war. Ich kam zum Rettungsschwimmerposten am Strand und sagte Derek, dass ich mit Sam Schluss gemacht habe. Ich wollte dir schon seit langem sagen, dass ich dich mag. Wir sind sehr unterschiedlich, aber ich fühle mich von dir angezogen wie ein Magnet. Wow, das ist unerwartet, Bree. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Du bist ein großartiges Mädchen, aber ich kann nicht mit dir zusammen sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Er sagte mir, er habe eine Liste von Kriterien für seine zukünftige perfekte Freundin und ich erfülle keine davon. Es tut mir leid, aber wir können nur Freunde sein. Dann winkte er einem hübschen Mädchen zu und sie kam auf uns zu. Bree, das ist Mary. Wir kennen uns erst seit kurzem, aber ich habe das Gefühl, sie ist meine Seelenverwandte. Wir sind perfekt füreinander. Ich war so verärgert, dass mir tatsächlich schwindelig wurde. Mir wurde klar, dass das Karma war. Schließlich habe ich jeden gefriendzoned, der mir sagte, dass er mich mag. Ich war unglücklich. Aber ich lächelte durch meine Tränen hindurch und wünschte Derek und Mary Glück. Nach den Ferien kam ich mit gebrochenem Herzen nach Hause. Bald bemerkten meine Eltern, wie traurig ich war und fragten mich, was passiert war. Das war das erste Mal, dass ich ihnen von der Liste erzählte, die ich erstellt hatte, nachdem ich mich von ihrer glücklichen Beziehung inspirieren ließ. Aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Sam sollte eigentlich perfekt für mich sein, aber er hat sich als kompletter Idiot herausgestellt. Meine Eltern sahen sich überrascht an und lachten gutmütig. Ach, Bree, es ist vielleicht schwer zu glauben, aber als dein Vater und ich uns kennenlernten, konnten wir uns nicht ausstehen. Das stimmt. Deine Mutter hat mich genervt und ich habe sie genervt. Aber als wir uns besser kennenlernten, verliebten wir uns und haben nie zurückgeblickt. Wow. Das hatte ich nicht gewusst. Mom und Dad haben mir erklärt, dass Horoskope und ähnliche Vorlieben für Essen und Musik nichts bedeuten. Du musst mit deinem Herzen entscheiden, Schatz. Und denn wenn du es um Gefühle geht, dann... Es nützt nichts, wenn man versucht, rational zu sein. Ich seufzte. Mein Herz entschied sich für Derek, aber er wies mich ab. Alles, was ich tun konnte, war es zu akzeptieren. Danach war ich eine Zeit lang traurig. Aber schließlich kehrte das Leben zur Normalität zurück. Ich ging zur Schule, traf mich mit meinen Freunden und spielte Volleyball. Die Zeit verging und bald war es wieder Sommer. Meine Eltern brachten mich zurück an die Küste. Ich hatte einige unangenehme Erinnerungen an meine Zeit dort, stimmte aber trotzdem zu mitzukommen. Ich packte meine Sachen aus und ging an den Strand, um den wunderschönen Sonnenuntergang zu genießen. Und dann sah ich etwas Seltsames. Mein Ex und Mary spielten zusammen Volleyball. Sie ärgerten sich gegenseitig und ich dachte sogar, sie würden sich streiten. Ich bin der Volleyballgott, du wirst schon sehen. Ha, du bist nichts im Vergleich zu mir, Baby. Am Ende hat keiner von ihnen gewonnen. Es war ein Unentschieden. Plötzlich umarmten sie sich zärtlich wie ein verliebtes Paar. Ich öffnete schockiert meinen Mund. Moment mal. War Mary nicht mit Derek zusammen? Was zum... Dann bemerkten sie mich und kamen näher. Oh, Bree, ich bin so froh, dich zu sehen. Du scheinst überrascht zu sein. Das ist eine Untertreibung. Sie sagten, sie hätten sich zufällig getroffen und sich ineinander verliebt. Schließlich wollten sie beide gewinnen und das Sagen haben. Also hat Mary mit Derek Schluss gemacht, um mit Sam zusammen zu sein. Eine solche Wendung hatte ich definitiv nicht erwartet. Aber ich habe mich für dieses seltsame Paar gefreut. Ich weiß, dass ich manchmal wie ein Idiot war. Es tut mir leid und ich hoffe, wir können trotzdem Freunde bleiben. Ach, das ist alles Vergangenheit. Viel Glück euch. Ich ließ sie dort und ging zum Pier. Aber als ich kam, war schon jemand da. Derek saß mit den Füßen im Wasser und starrte traurig in die Ferne. Ich ließ mich sanft neben ihn plumpsen. Haben Sie keine Angst vor Quallen, Herr Rettungsschwimmer? Bree, was machst du denn hier? Nun, ich bin sicher nicht zum Springen hergekommen. Warum bist du so düster? Er lächelte traurig und erzählte mir, dass Mary mit ihm Schluss gemacht hatte. Es ist so seltsam. Ich hatte die Liste und dachte, wir wären füreinander bestimmt. Ich legte meinen Kopf auf seine Schulter und erzählte ihm vom Rat meiner Eltern. Du solltest auf dein Herz hören. Es wird dich nicht täuschen. Mein Herz versucht mir etwas zu sagen. Wirklich? Was sagt es? Dass ich ein Narr war, meine Chance mit einem so unglaublichen Mädchen zu verpassen. Es sagt auch, dass ich dich küssen soll. Können wir von vorne anfangen? Ich denke, ich werde Derek noch eine Chance geben. Ich habe auch meine Liste zerrissen. Jetzt werde ich nur noch meinem Herzen folgen. Glaubt ihr an Liebe auf den ersten Blick? Erzählt mir eure Geschichten in den Kommentaren weiter unten.